Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Legend of Zelda, The Wind Waker. Gestern sind wir stehen geblieben. Und zwar davor, wir wollen aufs Piratenschiff gehen. Das machen wir jetzt auch. Wir haben nämlich alles geholt, wir haben der Frau die Schweine gebracht und alles. Jetzt werden wir uns langsam auf die Schule gehen und unsere Schwester. Ja, der Schild hat aber auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann stechen wir in den See. Bist du bereit? Ja, das bin ich. Hast ja viel Glück. Rette deine Schwester Erin oder Adel. Und pass gut auf dich auf. Bist du irgendwann mal fertig mit Winken? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du wirst die ganze Sache mal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und vom Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überlege es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Bastian, lauf hier nicht zum Planlos rum, du behindest nur alle. Ich hab dich Nico zugeteilt, also geh zu Deck und frag ihn, was du tun kannst. Hey, Iha! Halt Steuerbord und auf nach Norden! Wenn du hier rumstehst, kann ich mich gar nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Zieh Leine, Kleiner. Sollst du nicht unter Deck zu Nico gehen? Mann, ein echter Glücksfall für Nico. Was unten in der Mannschaftsrangliste hat man es schon ziemlich schwer, ja ja. Nico scheint sehr begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied an der Kette ist. Als ein Obermatrose wird er es dir bestimmt nicht leicht machen, genau. Aber wenn du gute Minen zum bösen Spiel machst, wird es schon nicht so schlimm werden, genau. Hey, der Name war doch Bastian, oder? Hehehe. Komisches Gewand hast du da an. Ist das das aber nicht gerade der Schrei oder so? Hm, aber irgendwie kenne ich dieses Gewand doch. Jetzt gehen wir noch hier rauf und dann gehen wir unter Deck. Kleiner, du störst. So auf die runter mit dir. Wie nett die alle doch sind. Okay, unter Deck, Leute. Nicht so forsch, das ist kein Täters Kajüte. Das geht doch nicht. Das heißt, wir dürfen da nur alle Jugendjahre mal rein. Das ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt kein Zutrauen haben. Ja, dazu, ja, so ist das.
Geld oder nicht. Hey Neu, ich bin ja heute der Obermatrose, kapiert? Also hör auf das, was Nico, also hör auf das, was Nico dir sagt, wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal einen Aufnahmetest, wie ich das für einen neuen gehört, kapiert? Also, sieh dir mir genau zu, wie ich es mache und schau dir tüchtig was auf, kapiert? Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und drücke nach, um den Schalter zu steigen, kapiert? Die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Da musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg. Was, so weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Wenn du an der Seil springst, kannst du dich da an ihm festhalten. Hilfe von da kannst du schwingen und wenn du da loslassen drückst, lässt du los. Da hast du alles kapiert, das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattform nicht ewig oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen, kapiert? Bis du es hierher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also häng dich rein. So. Dann machen wir das mal, Leute. Ja, das war mir klar. Das war jetzt natürlich klar. Also wirklich, was soll das werden? Du musst schon genau springen, wenn du bis hierher schaffen willst. Ach ja, eins habe ich noch vergessen zu sagen. Wenn du R gedrückt hältst, kannst du mit Hilfe von links, rechts die Richtung eines Schwingens ändern. Und mit Hilfe von kannst du das Seil rauf und unten kontaktiert. Ja, alles okay. Wenn sich deine Frau warum ich die Plattform da und wieder runter mache, ist einfach folgender Grund. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt einfach wieder drauf gehen würde, könnte es leicht sein, dass die Plattformen runtergehen, während... Shit! Dass die Plattformen dann einfach runtergehen, während ich noch draufstehe. Ja, ich muss wieder von neu anfangen und sie immer wieder runter machen. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, Leute, tut mir echt leid. Aber es muss sein. Ja, das war wieder brillant von mir. Das war wieder brillant. Ich bin ja sowas von gut. Boah, leck, wenn es so aufregend ist. Ja, der scheiß Kamera. Man muss immer mit diesem. Ich muss mich jetzt genau davor stellen, die Kamera so drehen. Ah, wie ich gesucht hatte, wäre ich so. Wenn ich sofort nach... Okay, das ist gut. Gut. Geh fest. Gut. Nein! Hoch! Link hoch! Hopp! Wunderbar! Was? Du hast das so schnell geschafft? Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal ein so guter Matrose wie ich es bin. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Hm.
mach schnell, bevor die anderen noch was mitbekommen. Okay, ist ja okay. Du hast die Beutetasche gefunden. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf erobert Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie und drücke X, Z oder Y. Hey Bastian, wir sind bei der wunderschönen Person angekommen und sofort drauf. Jetzt haben wir die Beutetasche, Leute, und zwar... Wir legen jetzt mal... Ja, wir lassen es in der Mitte. Speichern mal kurz, einfach mal so zwischendurch. Oh. Ach nö, ich wollte dir doch noch so viel beibringen. Naja, ein andermal. Sobald du mit deiner Sache fertig bist, komm einfach wieder mal bei mir vorbei. Leute, das Spiel geht so lange. Also wir sind beim Wunschbus angekommen, wenn wir die Tasche geholt haben. Das Spiel könnte noch länger gehen, ja. Erstmal habe ich das voll lange gebraucht. Oh Mann. So. Hey, was denn hier? Hier bin ich. Klingt ja das in Ordnung einfach so an. Du fandest Nikos Test einfach? Im Ernst? Das ist also die Wunsch der Bastion. Da so unheimlich wie das aussieht, kommt der Name aber nicht von ungefähr. Auch gucken. Ja. Captain Tetra, sie wartet oben auf dich. Wir sind bei der wunschenden Bastion angekommen. Was wuselst du hier rum? Captain Tetra wartet dich oben auf dem Ausguck. Na los, oder soll ich die Beine machen? Das sind also freundlich, Leute, was ist denn los? Wenn ich runterspringe von Bord, das geht natürlich auch, ersaufe ich. Das wollen wir aber nicht. Steht jetzt einen Felsen da entdeckt. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es dann wirklich gefährlicher geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Kommt dir die Mürmlinge bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das nun am schlauesten an? Hm?
Nun mach doch nicht so einen Aufstand. Ein Morphin muss man das solchen Unternehmen eben bringen, so ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also ist alles bereit? Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. 3, 2, 1. Ein Schwert? Grundschnell Bastion. Leute, das ist scheiße. Ich hasse das. Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Aha, du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Oh, also dieses Dingsbums. Ich habe den Stein in dein Statusmenü getan. Dass du findest, wenn du Start drückst und mit Hilfe von LR umschaltest. Aber du gibst ihn mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also verliere bloß nicht. Was steigen wir von dieser Operatur, die wir zurückt, Alter, du bist schon. Nein, Leute. Wie war das mal hier? Bitte verstecken, wir dürfen nicht entdeckt werden. Die Musik ist episch, Leute. So knapp. Wir können diese Dinger auch ausschalten, Leute, ja? Diese Lampen, ja, die können wir ausschalten. Also nicht ausschalten, aber wir können halt so machen, dass sie nicht mehr leuchten. Und zwar ist es so. Das ist schon der erste, das machen wir jetzt auch. Was, dann hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufklettest, erwartet dich da oben der Unhold, der diese Suche am Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet, aber aus deinem Schild hast du nichts, um dich ihm zu stellen. Also an deiner Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff dieses Schurken abwehren. Und wenn er seine Waffe verliert, diese schnell nach Zug von A aufgeben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. Stimmt, dann haben wir kein Schwert, haben wir verloren. Zwar. Und diese Waffen sind auch Waffen. Jetzt gehen wir scheinbar nach oben. Weil er sich hier bedient. Jetzt können wir gegen ihn kämpfen. Ah, wie nehme ich den Schild? So. Shit. Schau ich mal zu, hä? Du kleiner Penner.
Bam! Tot? Er ist tot. Wunderbar. Diese Dinge können wir aufhauen. Diese Kuppel, das andere Zeug drin. Du hast ein Glücksamulett gefunden. Jetzt sind deine Beutelöcher aufbewahrt. Man sagt, so wie sich die Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden, so kommt das Glück zum Zeichen dieses Amuletts. Ich weiß aber schon, was wir damit tun müssen, Leute. Und ihr seht es, Leute? Erste Scheibe fest, ist, Leute, da oben, ja? Also, das wird uns nicht mehr gefährlich. Wir haben auch links unten eine kleine Karte. Ein Aufklettern ist nicht drin. Nicht? Schade. Ja, dann werden wir das jetzt mal anders machen. Und zwar werden wir versuchen, drauf zu springen. Wenn das klappt. Ja. Das war nicht weit genug. Okay, nochmal. Das geht nicht, das ist unsichtbare Wand. Das geht irgendwie nicht. Das ist ganz nach oben, Leute, wo dieser Vogel sitzt. Die sind überall wach und die sehen wir jetzt dann gleich, ja. Wenn ich die finden, habe ich ein Problem. Wenn ich die sehen, dann ist es vorbei. Also nicht vorbei, dann passiert was. Aber was seht ihr da, wenn es passiert, wenn es soweit ist? Weißes Bild. Fehler. Oh ne, es geht auch schon wieder los, ey. Und ich habe ein weißes Bild. Leute, ich habe ein weißes Bild. Ich sehe nichts. Ach Leute, scheiße. Ja, natürlich habe ich ja gespeichert. Okay Leute, wir machen hier Schluss. Ich weiß nicht, was los ist. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.